Pfingsten, meine Lieben, ist wie jedes kirchliche Fest, wie das Christentum, wie jede Religion, wie die Schöpfung, wie das Menschsein, wie das Leben, erklärbar durch den Schöpfungscode. Und zwar nur voll und ganz durch den Schöpfungscode. Denn nur der Schöpfungscode, nur das Verständnis dieses sich aus dem Geist in die Wirklichkeit entfaltenden, durch den Fünfstern entfaltenden Lichtes des Geistes, nur das erklärt voll und ganz, um was es geht. Und es ist so schade, ich sage das immer wieder, wenn ich zum Beispiel die Kreuzigung erkläre. Ja, ich habe gerade heute, ich lese jeden Tag auch in den Evangelien und ich lese dann gerne, wie andere Menschen das sehen, interpretieren. Und ich hatte gerade heute eine Interpretation gelesen über die Begründung, warum die Auferstehung am dritten Tag ist. Ich habe schon so oft darüber gesprochen. Das ist nur erklärbar, wenn man versteht, wenn man diesen heiligen Strom der 12 Organkräfte, die in Wahrheit ein großer Strom sind, die 12 Apostel, Apostel bedeutet ja Sendbote, Christus, Lebensstrom, Christus, das ist der Lebensstrom, das Ganze ist Christus, ja, das Ei, die Seele, Seele ist Christus, wie Seele sich inkarniert durch diese 12 Aspekte der Seele, diese 12 heiligen kosmischen Kräfte, die 12 Türkreiskräfte von dem altgermanischen Wort Tür, Himmel und Erde verbindende Tore, die ja überall in der Bibel auch genau als solche genau gezeigt werden. Immer wieder wird darauf aufmerksam gemacht, auch in Märchen und Legenden und überall. Und zwar dieser Fluss durch diese 12 Tore, diese 12 Aspekte des Menschen, Aspekt bedeutet Ansichtsfenster der Seele, sprich die 12 Himmel und Erde verbindenden Fenster. Das ist ja, ich sage es immer wieder, der Fluss der 12 Organströme durch diese 4 Stromübernahmebereiche, denn wir haben ja 4 Elemente und somit 4 Stromübernahmebereiche, wo die Ströme sich wandeln, jeweils in das nächste Element. Und zwar immer in derselben Reihenfolge. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Feuer, Erde, Luft, Wasser. Oder auf den Schöpfungskern bezogen. Feuer, es beginnt ja immer mit Feuer in der Brust. Feuer, Erde. Und dann mit dem Luft kommt die, mit der Luft kommt die Bewegung rein. Um mit dem Wasser immer die Verbindung und Überleitung hin zum nächsten Zyklus. Dann geht es weiter mit Feuer, Erde, Luft, wieder Verbindung und Überleitung zum nächsten Zyklus. Feuer, Erde, Luft, Wasser und wieder die Verbindung hinein in den Kern. Immer wieder nach demselben Prinzip. Und das, meine Lieben, ist Pfingsten. Dieser Fluss, dieses Ausgießen des Geistes, der du selbst bist. Wie gesagt, Pfingsten bedeutet, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet 50. Das ist der 50. Stern. Am 50. Tag nach Ostern, das ist Pfingsten. Nach der Kreuzigung und der dreimaligen Umrundung, wie gesagt, der Auferstehung nach 3 Tagen. Es ist voll und ganz der Schöpfungsköln. Und es schmerzt mich sehr zu sehen, ich muss euch ehrlich sagen, als ich diese wunderbare Weisheit empfing, das ist ja wirklich dieses, die Bibel sozusagen, der Mond und der Kosmos der Schöpfung, nach meiner Nahtodeserfahrung, wo ich aus dem Körper gezogen wurde und ans Himmelstor kam und zurückgezogen wurde durch diese an meinem rechten Handgelenk befestigten Ballons, die diese Buchprojekte waren, die ich in die Welt tragen sollte und dann nach 3 Tagen mich hinsetzte und mir das erste Kapitel gegeben wurde, nämlich die Essenz von allem, die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Denn es gibt nur eine Wahrheit, aber es gibt unendlich viele Wirkungen, die wir aus dieser Wahrheit kreieren, durch unser Wirken, durch diese 12 Kräfte. Und als mir das gegeben wurde und dann Schritt für Schritt ich es empfangen durfte, Kapitel für Kapitel, wobei das kein leichter Prozess war, denn ich habe schon öfters drüber gesprochen, es war wirklich, mir wurden die ersten 3 Sätze immer gegeben, 1, 2, 3, denn die gesamte Schöpfung ist ja die heilige Dreieinheit, Geist, Seele, Körper, Seele ist immer das Verbindende.
Schaut euch doch dazu auch, ihr habt ja diese ganzen wunderbaren Farbabbildungen. Wie gesagt, wir haben hier 84 farbige Abbildungen in diesem wirklich aufwendig gestalteten Meisterwerk. Da war gerade der Lebensstrom, habt ihr es gesehen, die einzelnen Punkte auch erklärt. Das im Übrigen gebe ich euch ja auch ganz viele dieser Abbildungen vor in meiner App, auch ganz einzigartig weltweit, in meiner App Lunagen Mundo Gesundheit. Da habt ihr das tatsächlich dann immer auch täglich passend zum Mondstand auf eurem Smartphone. Natürlich nicht die großen Erklärungen, die habt ihr dann im Buch, aber ich gebe euch immer in Kurzform das Wichtige für diesen Tag vor. Das Wichtige, was es zu dem Organ zu wissen gilt, auch die Organaffirmation und die Lichtdrüsenmeditation wollte ich euch nochmal sagen. Also die mache ich im Moment morgens immer ganz intensiv. Ich mache sie sogar mehrfach. Ich mache sie beim Lebensstromström und dann mache ich ja anschließend nochmal meine Meditation eine Stunde im Sitzen, wo ich mir nach den Tagesströmen und dem Lebensstrom noch ein bestimmtes Energieschloss im Moment gerade ströme, täglich eine Stunde. Dabei mache ich es nochmal. Und es ist tatsächlich so, wenn du durch diese Hypophyse, wie ich es dir da beschreibe, in der App führe ich dich ja dadurch und das ist ja, wie gesagt, der Lebensstrom. Dieses Licht der Quelle einfließen lässt in der Reihenfolge, die ich dir angebe, in die Epiphyse, Schilddrüse, Thymusdrüse, Bauchspeicheldrüse, Sonnengeflecht, Nebennieren, Geschlechtskeimdrüsen, in vollkommener Liebe und wirklich ganz dieses Licht, dieses die Drüsen bildende Licht bist, dann spürst du wirklich wie Lampen, wie diese Drüsen aufleuchten und dein gesamtes Körpergeschehen, und das sage ich natürlich dann auch, das sehe ich vor meinem geistigen Auge, alle Zellen, alle Körperfunktionen, alles, die gesamten Hormonvorgänge, alles wird ja gesteuert durch die Hypophyse, wird es weitergegeben, wie das alles aktiviert wird. Und man kann das nicht in Worten beschreiben, weil sowas ist nicht kopierbar, sowas ist nicht künstlich machbar, sowas ist niemals, weder durch Medikamente, noch durch Hypnose, noch durch sonst irgendwas. Das muss aus dir alleine kommen, und zwar aus deinem Bewusstsein. Ja, also auch nicht zum Beispiel durch Hypnose aus dem Unterbewusstsein, es muss durch dein Bewusstsein, muss es kreiert werden. Und das sind ja diese 12 Organströme, sie sind ja die Bewusstseinsträger der Seele. Sie ziehen ja das geistige Licht in die Körperlichkeit, beziehungsweise, ganz wichtig, du ziehst dich, Geist, durch diese deine 12 Aspekte in die Körperlichkeit. Es ist kein externer Prozess, es ist nicht etwas Externes, was abgeht oder dass die Organe etwas machen wider dich oder neben dir. Nein, und da geht es in jedem Moment darum, dass du dich wirklich erkennst. Ich bin es selbst. Ich wirke durch diese Kraft. Und heute wirkst du durch die Johanneskraft. Ich habe darüber ein Post heute geschrieben, auch gepostet. Ich mache ihn auch noch als Blog. In meiner Facebook-Gruppe natürlich Gesundheit mit dem Mond- und Seelenzahlen, der Schöpfungscode. Wir sind ja aktuell in der Waage-Energie. Ja, das zeige ich dir natürlich auch in der blauen Waage-Energie, immer mit meinem besonderen Mondkalender, aber natürlich auch in der App mit den Organströmen dazu. Und diese Waage-Energie, die entspricht, die ist eine ganz besondere Energie. Sehen wir sie uns doch mal an, warum sie so besonders ist. Das ist also das blaue Kapitel. Das siehst du auch immer an der Tagesfarbe im Kalender. Da hast du, ich habe es jetzt nicht das Richtige aufgeschlagen. Ja, ich habe... hier haben wir zum Beispiel eine Blasenenergie, aber ein anderes Datum. Ich habe nur eine Hand zur Verfügung hier, weil ich ja mit der anderen die Kamera halte. So, dann brauchst du also nur zum blauen Kapitel gehen, wenn du den Mondkalender nutzt. Und wenn du die App nutzt, dann weißt du es sowieso. Dann hast du nämlich den Organstrom auch schon gleich in der App. Denn die App, die gibt dir zusätzlich zur Tageskraft, Organkraft, Tagesfinger, Tonart auch noch die Organströme an die Oppositionsströme, Lebensstrom und so weiter. Das ganze Programm sozusagen. Ja, aber die große Beschreibung, die hast du dann hier erstmal über die gesamte Tiefe, das heißt über den gesamten blauen Zacken, denn jeder Zacken hat ja auch nochmal seine übergeordnete Bedeutung. Ja, also in Kürze ist das, hier wird der Same gesetzt, hier kommt Bewegung rein, hier strebt es dann in die Körperlichkeit und wie gesagt, jeden Monat lebst du das wieder durch dein Leben. Hier ist die Verankerung, hier ist dann die Erfüllung und hier die Erlösung.
das auf die Zacken bezogen. Und dann haben wir natürlich zusätzlich dann immer, jeder Zacken sind ja zwei Kräfte, die, wie wir das ausleben. Und das ist einfach ganz faszinierend. Und deswegen sage ich auch immer wieder, zeichnet euch diesen Stern mit dem Mond mit. Die Malvorlagen habt ihr ja auf den Link dazu auf Seite 41 im besonderen Mondkalender, auch wieder im neuen, der jetzt im Übrigen erscheint. Morgen, der 2025er Kalender, der ist dann wieder erhältlich. Der ist auch jetzt schon erhältlich, also vorbestellbar. Und der wird jetzt dann ab morgen, übermorgen natürlich, morgen ist ja Feiertag, ausgeliefert. Ja, und dann beschreibe ich dir also im großen Buch Der Mond und der kosmische Köln der Schöpfung dann erstmal die Tiefe an sich, sprich den gesamten Zackenbereich. Worum geht es da? Was ist das Thema? Was ist der Tagesfinger? Das gibt dir ja die App und der Kalender vor. Und wenn du den Finger umfasst, dann bist du immer auf der übergeordneten Ebene, sprich, oh meine Güte, da draußen sind Hunde, dann bist du auf der Emotionalebene. Die Organströme, die ziehen dann das Licht aus der Emotionalebene in die Körperlichkeit. Das ist also der Unterschied, das werde ich oft gefragt. Was ist der Unterschied zwischen dem einfachen Finger umfassen und den Organströmen? Denn das ist genau der Unterschied auf der tiefen Ebene sozusagen hier. Das ist ja die Fingerebene, weil wir haben ja sowohl für die Blasenenergie als auch für die Nierenenergie immer für beide einen Energetisierungsfinger. Das ist hier der Zeigefinger. Da sind wir also auf der Ebene der Emotionen. Das ist wirklich noch ganz geistig, seelisch. Und die Organströme dann, die ziehen es in die Körperlichkeit. Und das ist auch der Grund, warum das Fingerströmen so unglaublich effektiv ist. Weil wenn die Ebene vor der Körperlichkeit stimmt, und das wissen ja sogar Mediziner mittlerweile, dass viele körperliche Störungen, beziehungsweise alle, in Wahrheit ist es so, dass alle körperlichen Probleme aus dem Emotionalbereich kommen. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass man arge, große psychische Probleme haben muss. Das beginnt schon bei Dauerangst oder bei, wenn man sich ständig minderwertig fühlt oder Dauerwut oder was auch immer. Diese 12, wie gesagt, Attribute, wenn man die in Disharmonie lebt. Dann natürlich wird auch der Körper krank. Und während wenn du diese Emotionalebene harmonisierst, und deswegen sage ich täglich, gebt diesen Heilimpuls. Und dann ist es wirklich so, dann kann man mit Fug und Recht sagen, ja, ihr mit diesem einen Finger könnt ihr heilen, könnt ihr vollkommen heilen. Ja, und das ist einfach auch ganz gut, dass man das versteht, auch was, warum mache ich das überhaupt. Aber es wirkt auch ohne das Verständnis. Und dann kommt hier die Blasenenergie und da siehst du schon das Besondere. Das ist der Grund, warum Christus zu Johannes, der ja der Waage-Energie zugeordnet ist, sagte, er ist mein Lieblingsjünger. Weil dieser Strom öffnet das Herzchakra. Und wenn das Herzchakra offen ist, dann ist alles offen, weil da geht es um die Liebe. Und wenn das Herzchakra offen ist, dann ist Hass, Neid und all die negativen Emotionen nicht möglich. Und so ist denn auch der Blasenstrom, der Strom, er wandelt sich. Hier seht ihr das. Deshalb gebe ich euch auch vor in der App immer diese Stromverläufe. Im Übrigen sogar mit den Beschreibungen der Stromübernahmebereiche, die ja die essentiellen Schlüssel sind. Hier also wandelt er sich an der Stirn aus der Dünndarmenergie durch, überströmt dann den Kopf und in die Ohren, ganz wichtiger Ohrenstrom immer. Bevor Blasenprobleme kommen, haben die Menschen meist Ohrprobleme und Kinder, die Ohrprobleme haben, haben immer eine Angststörung, auch natürlich bei Blasenproblemen. Und dann strömt der Strom den gesamten Rücken hinunter und befreit die Vergangenheit, öffnet die Zellen und in die kleinen Zehen, ganz, ganz intensiv das Steißbein. Schaut euch das mal an, die Wurzel wird ja wirklich durchgewaschen und geklärt. Und hier sitzt es ja, hier sitzt all diese Negativität, die Ängste und was auch immer. Es kann da nicht aufsteigen. Und so viele Menschen haben Rückenprobleme heutzutage. Ich überhaupt nicht, gar nicht mehr. Ja, früher hatte ich das, weil ich täglich Mondströme. Und deswegen, wenn ihr auch meint, im Übrigen, das wollte ich auch noch sagen, täglich diesen Strom zu benötigen, dann seid ihr noch nicht in der Harmonie. Und es ist nicht wirkungsvoller, täglich diesen Strom zu strömen, als, wie ich es immer wieder sage, bleibt bei dem Tagesstrom. Strömt lieber intensiver und noch einmal mehr und liebevoller den Tagesstrom plus Oppositionsstrom, wie ich es euch angebe, als zu meinen, oh, ich habe hier was, jetzt ströme ich den Blasenstrom. Weil diese 12 Ströme, die wirken ja
miteinander, es ist ja ein Zusammenwirken und es ist dann immer auch die Opposition, die wirkt. Und dieser Tagesstrom ist ja das Tor zu allem. Deswegen, ich sage es nochmal, die Menschen haben solche Probleme, das anzunehmen. Die meinen immer, mehr ist besser. Aber im Geist gibt es keine Quantität. Im Geist gibt es nur das Wie. Wie liebe ich? Liebe ich überhaupt? Und deswegen strömt lieber den Tagesstrom, welcher immer es auch ist, und den Oppositionsstrom in Hingabe. Konzentriert euch auf die wahre Hingabe als auf das Mehr. Es ist niemals die Quantität, die das Leben ausmacht. Das ist nur das irdische Denken, das, wo es um immer noch mehr geht, weil der Mensch sich abgetrennt hat vom Geist. Im Geist, durch die wenn du dich selbst erkennst als dieses geistige Licht, und darum geht es ja beim Mondströmen, durch diese Öffnung der Tore, dann erkennst du, ich bin alles in jedem Moment. Ich bin schon alles. Ich kann nicht mehr sein. Ich bin alles. Das ist nur dieses irdische Denken. Was soll ich noch? Was soll ich noch? Noch, 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 noch. Ja, ich sag's immer wieder, ich bin so verzweifelt, weil es einfach immer, es wird nicht verstanden. Und ich sehe auch, und das macht mich wirklich traurig, wie auch Verlage damit arbeiten, mit dieser Angst, wie sie den Menschen einreden, sie brauchen noch mehr, sie müssen noch diesen und diesen Wunsch formulieren, um ihn dann wieder extern vom Universum, also nicht sie selbst, sondern das Universum. In Wahrheit bist du doch selbst das Universum. Aber das Universum soll es ihnen erfüllen. Ja, oder sie sollen das und das, um das und das an ihrem Körper zu verändern. Es geht nicht um Verändern. Es geht darum, dich zu erkennen. Und wenn du dich erkennst als dieses Licht, kommt all das, was du meinst, was Transformation benötigt, aus dem Geist, aus der Quelle, von alleine. In dem Moment, wo du meinst, ich muss verändern, ich muss mich verändern, ich bin nicht gut genug, hast du schon verloren. Ja, und das muss einfach mal so ganz klar gesagt werden, weil es schmerzt mich so sehr zu sehen, wie auch Geld kommerzialistisch wird, diese Manie, dass ich muss verändern, ich muss mehr, das und das und das, wird zu Geld, zu Tausenden von Euro gemacht, anstatt einfach diese Liebe zu leben und zu erkennen, ich bin alles. Und je mehr ich gebe, umso mehr bin ich meine Fülle, lebe ich meine Fülle. Und mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden und euch noch ein schönes Pfingsten wünschen. Alles Gute euch.